Nur eine Änderung im Gegensatz zum Spiel davor. Wir bringen Diarra von Anfang an. Auf geht's gegen Tabellen 15, Unirea Dash. Chiaia verletzt sich nach 11 Minuten. Wir bringen Akolatze. 1-0 Philipp, Vorlage wieder. 2-0 Diarra, Vorlage Buja. 3-0 Philipp, Doppelpack. Sofra mit einer Vorlage. Wir wechseln noch viermal. Goge, Lika, Olaru und Eka Inkom. 1-3, Kokian, Vorlage von Manolet. 1-4, Diarra nach Olaru, Vorlage. Und wir gewinnen. Die Eingewechselten alle relativ okay. Olaru nochmal eine Vorlage reingeknallt. Bei den Ergebnissen, Polyklinika Yagi gewinnt 3-1. Busau gewinnt 1-0 gegen Metal Globus. Chiuk gewinnt 2-0 gegen China. Zilimbad 2-0 gegen Kalaraji. Hermannstadt 1-1 gegen Panduri, wie von mir prophezeit. Spielt Panduri gegen Hermannstadt. Das wird ein schwieriges Spiel. Das könnte auch wieder so ein Unentschieden werden. Dafür ist Hermannstadt ja bekannt. Gyogo verliert gegen Dacia Unirea. Slobozia 1-1 gegen Polyklinika Timișoara. Unirea Desch verliert, wie gesagt, 1-4 gegen uns. Universitatea Cluj schlägt Steaua Bukarest mit 2-1. Und Unirea Constanta gewinnt 2-1 gegen Brașov. Bedeutet, Celimbar überholt Brașov, was unwichtig ist. Geht hier eh um nichts mehr. Steaua fällt wieder auf 13. Metal Globus fällt auf 10 runter. Iagi auf 8 hoch. Hermannstadt fällt natürlich wieder unter Busau. Und Cluj und China tauschen die Plätze. Cluj aber 3 Punkte weiter in Rückstand auf Viteroul Panduri. Die haben allerdings plus 11. Das bedeutet, dass das Ding durch ist. Viteroul Panduri steigt mit uns auf. Und Universitatea Cluj und China gehen wahrscheinlich in die Relegation. China hat 3 Punkte Vorsprung auf Busau. Die müssen nur ihr Spiel eigentlich unentschieden spielen. Wenn sie verlieren, dann müsste Busau gewinnen. Die haben das bessere Torverhältnis. Also Cluj ist durch. Die sind in der Relegation. Da kann nichts mehr passieren. Platz 3 kann denen nicht mehr genommen werden. Außer halt von China. Aber die Relegation kann denen nicht mehr genommen werden. China kann noch von Busau überholt werden. Dementsprechend würden Hermannstadt und China dann nicht hochgehen. Und dann würden wir bei China, glaube ich, nochmal rumwildern. Diarra, dritte Mal Elf des Tages. Wieder hat nicht getroffen. Massaro hat getroffen. Patrick Junior wurde von Dortmund 2 auf die Transferliste gesetzt. Chiaia fällt uns 2 Wochen aus. Das war's. Saisonende für ihn. Munas Dabur verlässt Hoffenheim, wechselt für 4 Millionen zu Düsseldorf. Marseille verlängert mit Saletta Zar bis 2027. Chaudhury bei Leicester bis 2027. Lennart Ciborra bei Milan bis 2027. Milan hält echt viele Spieler. Dazu Champions League Halbfinale, bei denen läuft im Moment. Julian Strube wird von den Young Boys Bern beobachtet. Der ist bei den Bayern 2 aktiv. Starker Innenverteidiger. Wir brauchen ganz schnell Kohle, ey. Der Kontostand knapp unter 3,4 Millionen. Ende der Leihe von Eggert Gunther Jonsson. Sehnenriss. 6 Wochen fällt er aktuell aus. Er ist momentan auf einer 54. Also von 58 auf eine 54 gefallen. Hat gerade sogar eine 47. Der kommt, um direkt wieder zu gehen. Den werden wir ablösefrei gehen lassen. Valentin Konstach bei Cluj, Spieler des Monats, 49%. Ich könnte Trainer der Nationalmannschaft von Island werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die für die Europameisterschaft qualifiziert waren, aber ich meine ja. Die waren noch, glaube ich, in der Gruppe mit Österreich, Serbien und der Slowakei. Das war, glaube ich, die letzte Gruppe. Ja, dann würde ich sagen, unterschreiben wir da doch mal. Und damit sind wir Nationaltrainer von Island, nur für dieses Turnier. Champions League Rückspiele. Bayern München 5-1 gegen Real Madrid, Adeyemi dreimal Musiala und einmal Quicks YouTube in der 86. Und Atletico Madrid setzt sich standesgemäß gegen Milan 2-0 durch. Atletico zum dritten Mal in Folge im Finale gegen den FC Bayern München. In der Europa League dreht Rom ein 3-1 zu einem 3-0 und zieht ins Finale ein. Mkhitaryan, Cristante und Abraham. Und Manchester United macht es wie im Hinspiel sehr souverän gegen Leipzig. Rashford, zweimal Bruno Fernandes und einmal Jadon Sancho. Finale also Rom gegen Manchester United. Und in der Conference League gewinnt Beşiktaş das Rückspiel 3-1, wieder Treffer von Orsic übrigens, gegen Zagreb. Reicht aber nicht, Zagreb geht ins Finale gegen Tottenham, denen ein 1-1 gegen Bergamo reicht. Finale also Dynamo Zagreb gegen Tottenham Hotspurs. Freut mich auf jeden Fall für Zagreb, geile Sache. Marvin Falkenstein, 69er Stärke, im Moment verstimmte Moral, 13 Einsätze für Freiburg, verlängert seinen Vertrag bis 2027. Aktuell würden wir die Lizenz für nächstes Jahr ohne Probleme erhalten. Seto hatte irgendeine Option auf Verlängerung seines Vertrages, weiß ich jetzt nichts von, aber der hat auf jeden Fall verstreichen lassen. Er möchte seine Karriere beenden. Das ist nach einem Knorpelschaden, der ihn 35 Wochen außer Gefecht gesetzt hat, wahrscheinlich auch richtig so. Cornelene fällt 5 Tage aus. Und wir kriegen immer mehr Angebote für Dragos Chiaia. Diesmal ist es Kairat Almaty. Die bieten allerdings alle zu wenig. Patrick Junior wird mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht und wechselt auch ablösefrei dorthin. So, ich würde sagen, wir werden mal den Kader bestimmen für Island.
Also haben wir auf jeden Fall ein kompaktes Mittelfeld, würde ich mal sagen. Wir hatten Runarsson im Tor, Finnsson auf links, Samsted auf rechts, Ingason, Magnusson in der Innenverteidigung mit einer 71, Pálsson mit einer 73, dann Johannesson, Fridtjonsson, Barkason im Mittelfeld, Gudmundsson auf der 10 und Alfred Finnbogason vorne im Sturm. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie wir spielen könnten. Kolbein Birgir Finnsson von Heidenheim. 70er Grundrating. Ja, verdient ein bisschen viel. Man kann sicherlich mal den einen oder anderen Spieler beobachten, aber die werden halt alle ein bisschen viel verdient. 200.000 hier bei Viking Stavanger. Das kann ich mir nicht leisten. Also für mich ist da kein Spieler dabei. Aber trotzdem schön, dass wir die Nationalmannschaft von Island trainieren. Erstes Spiel am 30.05. gegen Österreich, dann gegen Serbien, dann gegen die Slowakei. Habe ich also recht gehabt. In der Gruppe F, letzte Gruppe, wie ich gesagt habe. Also die Beliebtheit bei den Fans fällt halt immer weiter. Ich bin bei 48. Wir gönnen mal ein paar Freikarten. Danny Dürrenberg, danke für alles, sagt André G. aus Ploiești. Und Anka R. aus Ploiești sagt, ich möchte ein Kind von Danny Dürrenberg. So sieht es nämlich aus. Ja, mit dem ablösefreien Wechsel von Patrick Junior zu Nottingham nochmal. Des Weiteren hat Freiburg sich von Red Bull mit Philipp Köhn verstärkt, 4 Millionen. Gregor Kobel geht von Dortmund zu Augsburg, 11 Millionen. Und Stuart Dallas wechselt von Leeds zu Leverkusen, ablösefrei. Patrick de Paula verlängert bei Sao Paulo bis 2027, Nathan Ake bei Man City bis 2027. Und wir fallen bald unter 3 Millionen. Pokal-Halbfinal-Hinspiele sind gespielt. Adrian Petre mit zum 1:0 für Paul Constanta gegen Voluntari. Und Klusch macht 2:1 gegen Craiova. Oh, ihr Co-Trainer Valentin Badoy informiert sie darüber, dass Kalle Dürrenberg im Spiel gegen ihr Team nicht spielen kann. Das ist natürlich bitter. Der Doggy 68er Rating fällt aktuell aus wegen Gesichtsverletzung. Aber man munkelt, bisschen gekratzt mit anderen Doggies. Hat er sich einen Cut geholt wohl. 37 Einsätze, 16 Tore, ist nicht schlimm, dass er nicht gegen uns spielt. Uns wird wieder ein neuer Jugendspieler angeboten aus Montenegro, Vladimir Mladenovic. Nehmen wir. Kevin Steinbrugger gerade erst zur RB Salzburg gewechselt. Verlängert seinen Vertrag dort einfach mal bis 2027. 77er Rating, 14er Form, 23 Einsätze, 15 Buden. 13 Spiele, 9 Tore schon für Red Bull. 18 Millionen hat er gekostet, 3,1 Millionen sind noch fällig. Spiel gegen CAO Bukarest, letzter Spieltag. Wir spielen gegen den Tabellen 13. Sind schon Meister, kann also nichts mehr passieren. Wollen natürlich trotzdem hier gewinnen, verändern aber trotzdem ein bisschen an der Aufstellung. Avram, Goge und Lika bekommen mal ein paar Einsatzminuten. Chaya bleibt drin, trotz 6er Form. Abfahrt, wir haben was gut zu machen. Den Spiel haben wir verloren. Natürlich auch durch Kalle. 1-0 wieder, Vorlage Diarra. Dann verletzt sich Lika. Ene kommt für den Rhein. 2-0. Eigentor. Wir wechseln viermal, bringen Ekain, Akulatze, Tiko, ändern ein bisschen das System und Pevolescu kommt zu seinem Abschiedsspiel. Passiert nichts mehr, wir gewinnen 2-0 gegen Steaua Bukarest. Ene nach Einwechslung 1,5, Ekain 5,5, was waren da? Akulatze 2,0. Universitatea Cluj gewinnt 6:1 gegen Unirea Desch. Slobozia 1:1 gegen Dacia Unirea. Constanta gewinnt 1:0 gegen Politenica Timișoara. Die fangen zu spät an zu punkten, reicht nicht mehr. Giurgiu 1:1 gegen Hermannstadt. Wie soll Hermannstadt auch sonst spielen? Viteorul Panduri gewinnt 3:1 gegen Silimbar. Und damit ist fix, dass Viteorul definitiv mit uns aufsteigt. Mircea Ciuc 2:1 gegen Calaragi. Chiaina gewinnt 2:0 gegen Buzău. Bedeutet, dass auch China damit Relegationsplatz sicher hat. Vipensia 3:1 gegen Metaglobus und Brașov gewinnt 3:1 gegen Iași. In der Tabelle gehen also Unirea Constanta, Dunărea Călărași, Selimbar, Brașov und Unirea Desch tatsächlich jetzt noch runter. Dacia Unirea hat das 1:1 gegen Slobozia gereicht. Punktgleich, aber mit der besseren Differenz. Gehen einfach 4 von 5 Aufsteigern runter. Steaua verliert sogar noch einen Platz dank der Niederlage gegen uns, obwohl Vipensia Metaglobus geschlagen hat. Gehen die auf 13, Giurgiu fällt auf 12, Metaglobus 10, Politenica Timișoara auf 9, Politenica Iași auf 8, Slobozia auf 7. Buzău verliert nochmal einen Platz an Hermannstadt, ist aber Ergebniskosmetik. Hermannstadt steigt nicht direkt wieder auf. China muss in die Relegation, genau wie Universitatea Cluj. Viteorul Panduri geht mit uns hoch und wir machen das mit 84 Punkten, mit 26 Siegen, nur 6 Unentschieden und nur 6 Niederlagen. Das sind mit Hermannstadt die wenigsten Niederlagen, Viteorul Panduri 7. Das sind mit die wenigsten Unentschieden und natürlich mit Abstand die meisten Siege. Mit 78 Toren haben wir die drittbeste Offensive der Liga, nur Cluj und Viteorul Panduri waren etwas erfolgreicher. Und die zweitbeste Abwehr nach Hermannstadt, die haben 30 Gegentore nur. Die haben halt einfach zu oft unentschieden gespielt, sonst wären die, glaube ich, safe auch hochgegangen und ein bisschen wenig Tore geschossen. Aber dadurch, dass wir mit die beste Abwehr, mit den besten Sturm haben, haben wir natürlich auch die beste Tordifferenz. Chancenverwertung auch stabil, 0,17 und den Zuschauerdurchschnitt sogar noch vor Steaua Bukarest gebracht. Da sind wir auf Platz 1 der Liga. Jeder kann sagen, was ich will.
Zitat Danny Dürrenberg. Sofran, erste Mal, elf des Tages, Akolazze, zweite Mal. Massaro holt am Ende mit 23 Toren die Torjägerkanone. Bocciuk und Vida jeweils 22 dahinter. Wir sind mit Platz 9 in der Fairplay-Liste ganz gut im Mittelfeld vertreten. Conel Enes, einer der unfairsten Spieler der Liga, auf Platz 9. 8 gelbe, eine gelb-rote. Mateo Klimovic verlässt Stuttgart 2 zu Miami. Tobias Müller geht von Magdeburg zu Midtjylland. Philippe Suarez wechselt ablösefrei zu Everton. Simon Sohm geht von Parma zu Marseille, 30 Millionen. Und Maroney wechselt von Midtjylland zu RB Leipzig, 28 Millionen. Celta Vigo, El Tapia bis 2026. Salzburg, Steinbrugger haben wir gehört. D'Ambrosio bleibt bei Lille bis 2025. Und Salzburg hält auch Matheus Taferna bis 2027. Und Gerardo Seoane bei Leverkusen vor der Entlassung. Leeds hat sich von Marcelo Bielsa getrennt und Diego Reyes, Ex-Spieler von Arsenal, übernimmt. Kontostand wieder auf 4,5 Millionen. Wir haben Ligapreisgelder bekommen. Müssen jetzt mit einigen Sponsoren aus der Sponsorenpyramide die Verträge verlängern. Bimo zahlt uns jetzt 42.900. Nivea 12,9. Mal so zum Vergleich. Visa jetzt auch 36.000. Qatar 56. Omniasik 62. Gesamteinnahmen jetzt von 300.000 pro Saison. Geschäftsführer Vlad Radulescu informiert sie darüber, dass der Verein für den ersten Tabellenplatz bei den Ligapreisgeldern eine Prämie von 1,36 Millionen erhält. Deswegen sind wir wieder bei 4,5 Millionen. Ihr Präsident Kostelazar beruft ein Meeting zur Nachbesprechung der Saison ein. Er ist hocherfreut, dass der Aufstieg geschafft wurde und freut sich auf die Herausforderungen in der kommenden Saison. Kostelazar hat alles richtig gemacht, dass er weiter auf mich gesetzt hat. Und unser Hauptsponsor würde den Vertrag gerne um 2 weitere Jahre verlängern. Das erste Angebot sind 325.000 bis bisher zahlen die 361.000. Evonik ist aktuell der Hauptsponsor. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir die nicht mindestens auf 400.000, 500.000 kriegen, bin ich raus aus der Nummer. Wir steigen auf, wir sind wieder Erstligist. Dann möchte ich dementsprechend auch wie ein Erstligist behandelt werden. Gut, wir haben uns jetzt geeinigt. 439.000 ist, denke ich, in Ordnung. 2-Jahres-Vertrag. Wir kriegen 114.000 an Premium-Zahlungen. Für den Aufstieg nochmal 114.000. Also die haben wir safe. Da haben wir auch schon den Bonus vom Sponsor bekommen. 114.000 auf Nacken. Kicker-Rangliste des Fußballs in der ersten Liga. Marian Awani, einfach 75er Grundstärke. Alter Schwede. Internationale Klasse wird ihm zugetraut. Nikolai Pop ist übrigens dabei. 66er Rating. Boah, den haben wir lange beobachtet. Mittlerweile wird er wahrscheinlich für uns nicht mehr machbar sein. Außer Rapid steigt ab, dann könnte man vielleicht seinen Hut in den Ring werfen. Aber der kostet halt richtig Schotter. Ciprian Dejak mit 38 einfach immer noch dabei. Platz 6. Im Mittelfeld Baluta, Ongenda. Und bei den Stürmern Adrian Petri, der Jüngste und der Beste. In der zweiten Liga, wo wir am Start sind, haben wir keinen Torwart dabei. Alexandro Silvano, den wir jetzt schon etwas länger beobachten. 64er Rating aktuell. 20 Jahre 16er Form momentan. Der ist zumindest auf Platz 3. Ripensia hat hier Stefan Dobre. Das auch mal beobachten. 22 Jahre, 63er Rating. Machen wir mal ins Blickfeld. Platz 1 ist von Steaua Bukarest. Ein 24-Jähriger mit 61. 2 Sterne Talent reizt mich nicht. Die Innenverteidigung einfach dabei von Steaua Bukarest. Wallace und Dejan Beta. Wie das sein kann, trotz der Saison, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, sei es drum. Attila Sujo, ein Ungar, der auch Rumänisch spricht. 60er Rating, 20 Jahre jung. Beobachten wir mal. Auf der Außenbahn haben wir Alexandru Mertl von Hermannstadt und dann kommt Valentin Tiku schon auf Platz 2. Tiberio Perde, den wir ja schon mal beobachtet haben und der auch bei uns im Blickfeld ist, ist auf Platz 5, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. 59er Rating stand jetzt. Pivulescu ist 9. Rajwan Trift, den wir auch beobachtet hatten, ist auf 12. Auf der Außenbahn auf Platz 1, Kalle Dürrenberg. Wie soll es auch anders sein? Dort brauchen wir gar nicht gucken, dort haben wir aktuell keine Position. Im Mittelfeld haben wir Akolazze und Philipp auf der 6. Krass, dass einfach Akolazze vor Philipp ist, obwohl Philipp einfach deutlich mehr Spiele gemacht hat. Offensiv ist keiner von uns dabei. Und bei den Stürmern haben wir Christopher wieder, der Beste. Ibrahim Diarra noch auf Platz 4. Und Hebert Verga Gara von Vitorul Panduri und Daniel Beligea von Vitorul Panduri. Die sind auf Platz 2 und 3. Interessante Jungs. Davide Massaro, Torschützenkönig. 58er Rating für uns, uninteressant von Subotia. Trotzdem 23 Buden gemacht, muss man GG sagen. Die Elf des Jahres von uns, da sehen wir, Spieler des Jahres ist Christopher Wieder geworden. Unser Top-Torjäger und Top-Neuzugang. Christopher Wieder, Spieler des Jahres. In der Mannschaft des Jahres haben wir Alan Gobetti von Hermannstadt 5-mal. Tirianu 4-mal und Burbano 3-mal von Busau. Toma 5-mal, Skutaru 5-mal, Chiaia 7-mal im Mittelfeld. Ansonsten haben wir nur noch wieder mit 5-mal drin. Vergara auch 5-mal. Ribeiro 6, Balgio 6. Aber Christopher wieder, Chiaia ist halt auch krass, 7-mal. Aber Christopher wieder, wie gesagt, was lädt sich hier? Ölmilliardär will beim FC Petrolul Poljeschi einsteigen. Was?
Stefan Fengler, 70er Rating, 19 Jahre, verstimmte Moral, 26 Einsätze, nur 2 Tore für Greuther Fürth. Verlängert trotzdem seinen Vertrag bis 2027. Angebot von Freiburg für Wladimir Mladenovic wurde überboten. Wir bieten 40.000. Und jetzt wird's interessant. Ein russischer Ölmagnat bietet ihn an, ihren Verein finanziell kräftig zu unterstützen. Er würde dem Verein zunächst 8,7 Millionen zur Verfügung stellen. Später würde es eine weitere Zahlung geben. Auf einer Mitgliederversammlung wird nun in den nächsten Tagen darüber entschieden, ob das Angebot angenommen werden soll. Puh, das ist doch mal eine ordentliche Kiste. Ja, das ist hart, das ist schwierig. Das ist, ich weiß gerade nicht so richtig, was ich sagen soll. Auf der einen Seite bin ich natürlich nicht abgeneigt, weil das natürlich ordentliches Geld und ordentliches Kapital ist, was uns helfen würde, definitiv. Auf der anderen Seite ist halt immer so die Sache, ja, nimmt man das Ganze an, lässt man es sein, will man sich jemanden ins Boot holen, wie viel Entscheidungsmacht will derjenige haben, das ist immer so eine Sache. Rückspiele im Pokal. Konstanta macht es auch im Rückspiel 2:0 gegen Voluntari, Doppelpack von Alexandru Pop und Cluj setzt sich nach Treffer von Ciprian Deac 2:0 gegen Craiova durch. Das erwartete Finale, Farul Konstanta der 5. gegen Cluj den 1. Saisonauf- und Abwertung, Seto fällt ein auf 54, war zu erwarten, Masarach hat Kopfballspiel verbessert. Bart Meyers geht ein runter, zuletzt enttäuschend, das ist nicht gut. Pibulescu geht ein runter, 2 runter, auf 61 soll uns egal sein, der wechselt. Olaru zuletzt enttäuschend, ein runter. Tico geht ein hoch auf 63, 64, großer Sprung nach vorne. Wieder geht auf 65, 66 wegen guten Leistungen. Matthias Roschmann hat gute Leistungen gebracht. Johann Philipp, gute Entwicklung, geht einen hoch auf 63, okay. Jugendbereich, Daniel Tanase geht einen hoch wegen guten Mentor. Muss ich sagen, Seto habe ich erwartet. Bart Meyers kam ziemlich überraschend für mich. Durchschnittsnote 3,47. Ja, von 2,7, 3,47 jetzt auf 3,27. Wenn man bedenkt, das war das Aufstiegsjahr, das war das Abstiegsjahr und das war das Aufstiegsjahr, dann hat er da schon ein bisschen nachgelassen. Immer konstant 2 Tore gemacht. Durchschnittsform 10,4. Ob man da jetzt eine Abwertung reinhauen muss, weiß ich nicht. Pivulescu kann uns egal sein. Haben wir den wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt abgegeben. Da wird sich Hermannstadt ärgern. 600.000 für den Mann bezahlt, der hat nur noch eine 61. Olaru, ein runter, ist natürlich bitter, aber wir haben Sofran, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Tico, 2 hoch, freut mich richtig, muss ich ehrlich sagen. Und Krischhofer wieder 2 hoch, ist natürlich komplett wild. Ihr tippt weicht von der Realtabelle um 62 Positionen ab, das ist ein Schnitt von 3,1 und ein durchschnittliches Ergebnis. Schauen wir doch mal, wir haben Konstanta tatsächlich auf dem letzten Platz gesehen, hatten Slobozia auf dem vorletzten, die sind aber 7. geworden. Vipensia hatten wir auf 18, die sind 5 Plätze davor gewesen auf 13. Unirea Desch hatten wir ungefähr richtig, Brajov hatten wir ungefähr richtig, die haben halt so ein bisschen die Plätze getauscht. Wir hatten Dacia Unirea richtig, also wir hatten hier unten fast alles richtig. Slobozia ist irgendwie da so ein bisschen reingerutscht, keine Ahnung wie. Ansonsten kann Laraji ein bisschen zu weit oben, Selim Bar ein bisschen zu weit oben, sonst ganz gut hier. Politinica Yajivare, Timișoara war gut getippt. Ja, Steaua Bukarest hat halt komplett versagt, das war nicht zu erwarten. Buzău hatten wir hatten Cluj auf 4 gesehen, die waren aber 3. Hermannstadt auf 3 gesehen, die haben es nicht geschafft. Chern hatten wir auf 2 gesehen, die sind ja nur 4. geworden. Viitorul Pânduri hatten wir sogar nur auf 8, die haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt, muss man sagen. Ja, uns hatten wir wie gesagt auf 1. Auf der Mitgliederversammlung wird das Angebot des russischen Ölmagnaten abgewiesen. Wir kriegen also keinen Investor. Bin ich nicht traurig drum, sei euch ehrlich. Klar, das Geld wäre schön gewesen, aber wir können weiterhin ein Traditionsverein bleiben ohne Investor. Kirill Marikov, 69er Rating, aktuell panisches Selbstvertrauen, unglückliche Moral, nur ein Einsatz, da hat er aber ein Tor gemacht, verlängert seinen Vertrag trotzdem bis 2027. Young Boys Bern scheinen ernst zu machen. Julian Strube wurde von Bayern auf die Transferliste gesetzt und wir entwickeln Schminke, also so blau-gelbe Schminkstreifen. Jetzt nicht denken, dass wir Mascara und Rouge und all so einen Scheiß machen. Und das Pokalfinale gewinnt Cluj mit 3:0. Das Double geht also an Cluj. Politinica Yaji hat Kostin Batin auf die Transferliste gesetzt. 18 Jahre, 3,5 Sterne Talent. 64er Rating, unfassbares Potenzial. 35 Einsätze, 5 Tore. Da bin ich mal interessiert, wer da an dem interessiert ist. Max Banowski wurde von Dynamo Dresden schon wieder auf die Transferliste gesetzt. Leon Kaus wurde von Gladbach 2 auf die Transferliste gesetzt. An Julian Strube ist auch Rapid Wien interessiert. Und wir haben Wladimir Mladenovic bekommen. Er ist ein B-Jugendspieler. Haltet euch fest, 3,5 Sterne B-Jugendspieler. 50er Rating schon in der B-Jugend. Klar, der wird jetzt in die A-Jugend wechseln mit dem nächsten Turn.
spielt dann aber noch 2 Jahre A-Jugend. Wenn wir Glück haben, kommt er mit 58, 59 aus der A-Jugend raus. Der wird eine Maschine, der Boy. Man City verlängert mit Walker bis 2026. Linio Tempelmann bei Freiburg bis 2026. Matthias Jensen wird von Leverkusen beobachtet. Und hier steht es jetzt auch. Rapid Wien hat Interesse an Julian Strube. US Avellino holt Mike Hanke als neuen Trainer. Manchester United gewinnt das Europa-League-Finale 5:1 gegen die AS Roma. Marcus Rashford dreimal Mason Greenwood und einmal Jadon Sancho. Torschützenkönige in Europa. In England Romelu Lukaku 31 Buden, in Frankreich Kevin Volland 27 Buden, in Spanien ebenfalls 27 Borja Iglesias. In Italien Tammy Abraham mit 26 Buden. Und Deutschland hängt ein bisschen nach, 24 Buden André Silva, Haaland nur 20. Sie veranstalten eine großartige Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Die angemietete Halle ist randvoll und die Stimmung prächtig. Viele ehemalige Spieler sind gekommen und so manchem Fan kommen bei den Erinnerungen die Tränen. Ein wunderbares Fest, an das sich alle noch nach vielen Jahren erinnern werden. Geht in den frühen Morgenstunden erst zu Ende. Die Moral der Spieler steigt um 2 Punkte und sie gewinnen 5 Punkte Beliebtheit bei den Fans. Die brauche ich auch. Wir haben keine verletzten Spieler mehr, da Seto wieder fit ist. Kairat Almaty, die auch an Chiaia interessiert waren, sind jetzt an Kostin Batin interessiert. Ich hätte ihn natürlich unfassbar gerne, aber wir können ihn, ja, was wir machen könnten, wäre ihn zu holen und direkt wieder an Polytechnika Iyagi zu verleihen. Aber mit einem 64er Rating würden wir uns da selber keinen Gefallen tun, glaube ich. Das wäre halt so das Ding, weil ich hätte ihn unfassbar gerne. 3,5-Sterne-Talent. Wenn der die zweite Liga verlässt, geht der über 1 Million Marktwert. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen gerade. Voraussichtliches Transferbudget 1,8 Millionen. Wir haben noch 2,3. Also es wäre vollkommen in Ordnung. Der Deal wäre machbar. Leon Kraus wird übrigens mit dem HSV in Verbindung gebracht. Ja, wir müssen mindestens 1,3 Millionen auf den Tisch legen. Das sehe ich uns Stand jetzt noch nicht. Wir werden Batin im Auge behalten, werden schauen, wie er sich entwickelt. Aber aktuell können wir uns hier nicht leisten. Und Atletico Madrid schafft nicht den Dreierpack in Sachen Champions League-Titel. Flo Wirtz in der 47. Minute entscheidet das Ding für die Bayern. Und die Conference League geht tatsächlich an Dynamo Zagreb. Orsic hatte nicht getroffen im Finale, aber Dynamo Zagreb gewinnt 2:1 gegen Tottenham. Großen Respekt aus Rumänien rüber nach Kroatien. Starke Leistung. Und mit der isländischen Nationalmannschaft im Background werde ich mich aus diesem Part verabschieden. Wir haben die Saison beendet, wir sind aufgestiegen, wir haben das Angebot eines Ölmilliardärs abgelehnt, haben den ein oder anderen Vertrag noch verlängert, haben noch ein paar Mitarbeiter gehalten. War, denke ich, ein sehr guter Part. Einige von euch, da wird der Vertrag dann jetzt auch definitiv dann am 1.7. auslaufen. Wir werden uns im nächsten Part auf jeden Fall mit der Europameisterschaft mit Island beschäftigen. Mal schauen, wie weit wir kommen, ob wir die Gruppenphase packen oder nicht. Ich werde danach selbstverständlich den Job sofort an den Nagel hängen. Übernehme nur für das Turnier. Ja, und dann bin ich gespannt, wie das werden wird. Und dann schauen wir uns im nächsten Part neben der EM natürlich auch die Endtabellen der einzelnen Ligen an. Damit würde ich sagen, bin ich raus. Haut da rein, Glück auf. Ciao, ciao.